Weiterer Spieltag mit der Begegnung Tennis Borussia gegen den SC Starken. Endstand der Partie war 2:2 unentschieden. Eine Zuschauerzahl habe ich noch nicht bekommen. Vielleicht kann mir der Andreas Vogt da behilflich sein. Leider nicht, Vogt, jetzt rechnet man. Gut, wir rechnen noch. Werden es dann im Laufe des Abends sicher noch mitteilen können. Ansonsten, ja, sind wir es ja schon gewohnt. Die Partien gegen Starken sind immer hart umkämpft. Kampfstarke, gut eingestellte Mannschaft. Wir hatten uns viel vorgenommen für heute. Herausforderung kam heute noch mit dazu. 57 Minuten in Unterzahl. Einige pikante oder delikate Szenen, die wir vielleicht gleich noch ein bisschen auflösen können. Dazu sind wir hier. Wir wollen die beiden Trainer hören. Ich grüße Jeffrey Leitz für den SC Starken. Natürlich Dennis Kutri für Tennis Borussia. Und das Wort geht zuerst an den Gästetrainer. Bitte schön. Guten Abend erstmal. Ja, ich denke, wir haben ein sehr hochintensives Spiel gesehen. Es ging gleich in der dritten Minute los. Eine Tormöglichkeit für uns im Anschluss. Wurde es dann nochmal bei uns im 16er sehr turbulent. Ich denke, die erste Halbzeit hatten wir dann am Dato sehr gut im Griff. Torchancen und mit zwei, drei sehr gute Möglichkeiten in Führung zu gehen. Gehen dann durch einen Vorelfmeter, weiß nicht, ob man Vorelfmeter sagen kann, durch den Elfmeter, 1-0 in Führung. Ja. Und ich denke, dass das uns auch irgendwo Sicherheit gegeben hat. Das 1-1 habe ich leider nicht gesehen, vielleicht zum Glück. Ich war schon in der Kabine. Ja, wie es passiert ist, habe ich mitbekommen. Und da ist es natürlich mental dann auch sehr schwierig, wenn man dann durch so einen Fehler dann einen Ausgleich bekommt. Ja, mental habe ich gerade angesprochen, da ist man auch gerade nicht wirklich auf Höhe. Warum fängt man sich das zweite Tor? Weil ich mir schon gedacht habe, jetzt 1-1, gut, hoffentlich gehen wir damit in die Halbzeitpause. Nee, so ist es nicht gekommen, wie es oft ist, Doppelschlag. Und ja, da muss man erstmal in der zweiten Halbzeit kurz in der Kabine die Jungs aufrichten. Ja, viele waren emotional am Boden. Und da ging es halt nur darum, dann nochmal in der zweiten Halbzeit anständig Fußball zu spielen, die Ruhe zu haben, versuchen, das Spiel über die Breite anzulegen. Das ist uns nicht unbedingt gelungen in der zweiten Halbzeit. Da hat uns einfach die Ruhe gefehlt in einigen Aktionen, wo wir vielleicht hätten mit 2-3 Kontakten spielen müssen. Da waren wir dann zu überhastet und wollten das dann halt schnell spielen. Ich denke, so wie das Spiel heute verlaufen ist, fällt dann auch hinten raus das 2-2, womit wir dann auch zufrieden sind, weil wir in der zweiten Halbzeit uns keine dringenden Tormöglichkeiten mit Fußball herausgespielt haben, deswegen denke ich, dass wir dann auch hinten heraus mit einem 2-2 leben müssen und dann auch am Ende des Tages zufrieden sind. Ich denke, wir haben heute einen Gegner gespielt, der Ambition hat, um mitzuspielen, und da denke ich, dass wir auch mit Überzahl uns gut verkauft haben. Ich denke, es wäre vielleicht mehr möglich drin gewesen, aber gut, wir leben damit hier bei Tennis Borussia. 2-2 gespielt zu haben. Und ja, schauen wir uns nach vorne für die kommende Woche. Vielen Dank. Vielen Dank, Jeffrey Seitz, für die ausführliche Analyse. Dennis, wie hast du das Spiel erlebt? Ja, sehr intensiv, so wie es Jeffrey auch schon gesagt hat. Also war, glaube ich, für Berliner Verhältnisse wirklich ein sehr intensives Spiel. Es hat auch Spaß gemacht im Prinzip. Leider Gottes ist es ja beim Fußball so, dass eben nicht nur Mannschaften Fußball spielen, sondern noch drei dazugehören, die das Spiel leiten sollen. Im Nachgang betrachtet, ich konnte mir auch gerade nochmal ein Video angucken, ist natürlich eine Farce, was ich da gesehen habe. Und dementsprechend bin ich auch ja, absolut geladen, weil der Schiedsrichter uns zwei Punkte so mitgenommen hat. Ich sehe es genauso wie Jeffrey Seitz. Wir sind gut ins Spiel gekommen, wir waren auch gut im Spiel. Ich glaube, das Spiel wäre wirklich packend bis zum Ende gewesen. So war es ein bisschen taktisches Geplänkel. Wir haben versucht, die Räume zuzustellen. Der Gegner hat nicht viele Ideen gehabt in der zweiten Halbzeit. Unsere Mannschaft hat grandios gekämpft. Da kann ich nur ein Kompliment machen. Wenn ich so einen alten Hasen wie Karim Benjamina sehe, wie er da die linke Seite rauf und runter marschiert ist, da vorne noch zwei Tore macht, dann gebührt das natürlich Respekt, allerhöchsten Respekt. Nichtsdestotrotz hat die gesamte Mannschaft in der zweiten Halbzeit wirklich viel, viel gearbeitet, hat gut gekämpft. Von daher kann ich Ihnen nicht mal einen Vorwurf machen, dass dann hinten raus, kurz vor Schluss, durch den individuellen Fehler wir doch noch den Ausgleich bekommen, tut natürlich doppelt weh. Aber wir haben vorher vor Starken gewarnt. Ich glaube, dass Jeffrey dort gute Arbeit macht. Ich glaube, sie werden auch dieses Jahr wieder eine ordentliche Rolle spielen.
gerade zu Hause auch ganz unangenehm. Auch heute haben sie es wieder hier gezeigt, auch unangenehm. Also von daher muss man mal ein paar Wochen abwarten, ob man den Punkt so nimmt oder ob man sich weiter ärgert. Im Moment ärgere ich mich darüber sehr. Aber wie gesagt, im Fußball ist es ja so, man ärgert sich nächsten Tag vielleicht noch und dann geht es schon wieder weiter für die nächste Woche. Da haben wir dann ein schweres Auswärtsspiel in Stendal, die Woche noch im DFB-Pokal spielen und dann sicherlich mit Motivation gegen uns auch auftreten werden. So wie jeder Gegner in der Liga. Wir haben gesagt, wir wollen aufsteigen, wir haben uns positioniert, egal ob es der Verein ist, ob es ich bin, ob es der Präsident ist, die Mannschaft ist, jeder hat sich positioniert. Dazu stehen wir auch. Dementsprechend werden wir auch die Gegenwehr bekommen, die nehmen wir auch an. Und nun geht es darum, die Jungs wieder aufzurichten und dann in der nächsten Woche aus der 3 Punkte zu holen. So, wie üblich gibt es jetzt die Gelegenheit, Fragen an die beiden Trainer zu richten. Heute in größerer Runde als gewohnt. Gibt es Fragen? Ja. Bitte schön. Das heißt, Frage an Sie: Was haben wir in der Mannschaft in der Halbzeit gesagt, wie es in der Halbzeit dann angehen soll? Mit intensivem Fußball oder was haben Sie dazu mitgeteilt? Gut, es ging heute in der Halbzeit eher weniger um taktische Dinge. Kurz einige Sachen haben wir angesprochen, die ich jetzt hier nicht sagen werde. Es ging mir halt einfach mehr um Emotionen in der zweiten Halbzeit, ja, in der Kabine, weil die Jungs waren am Boden und da geht es darum, sie einfach aufzurichten, dass sie an sich glauben und versuchen noch ein Tor zu erzielen, ne, um wieder im Spiel drin zu sein. Das ist uns hinten heraus gelungen, ja, spät, aber sie haben es geschafft und es ist ja nicht einfach, wenn man in die Halbzeit mit einem Rückstand reingeht. Es ist mental sehr schwierig für die Jungs. Hinzu kommt noch, dass man ein Mann mehr ist. Man weiß das und man ist gefordert. Ja? Man muss das Spiel machen, man muss Fußball spielen, man muss die Ruhe haben, man muss Geduld haben. Und das alles ist auch irgendwo Druck für die Spieler. Und darum ging es, dass man sie halt aufrichtet und sagt, Männer. Ich habe es halt gefragt, weil unsere Mannschaft ja schon wieder recht früh, bevor wir in der zweiten Halbzeit auf dem Rasen waren, also ich dachte, allzu viel wird da nicht gesagt worden sein. Genau, da war auch nicht viel, da ging es mehr um Emotionen. 2, 3 Sachen wurden taktisch angesprochen. Ja, wie wir versuchen wollen, schnellstmöglich auch nach vorne zu kommen. Und mehr war da nicht. Ja. Umso länger sie in der Kabine bleiben, umso mehr beschäftigen sie sich dann auch mit dem Ergebnis. Ja. Raus auf dem Platz, in Afrika. Gibt es weitere Fragen? Wie kam denn Gelb-Rot zustande? Das haben wir nicht so richtig mitbekommen. An wen richtet sich die Frage? Beide. An beide Trainer? Gut. Haben wir alle nicht so richtig mitbekommen. Also ich habe keine gelb-rote Karte gesehen, ich habe nur eine rote Karte gesehen. Das erstmal zum ersten und wie die rote Karte zustande gekommen ist, müssen wir am besten den Schiedsrichter bzw. den Assistenten fragen. Ich habe es mir gerade, wie gesagt, im Video angeschaut. Ich konnte da nichts sehen. Es wurde von über einen Schlag gesprochen. Ich weiß nicht, vielleicht können wir mal den Schlagmannspieler fragen. Die haben sich da ein bisschen, das sieht man, ein bisschen behagt. Aber wer Erhan kennt, der weiß, dass er ein tadelloser Sportsmann ist, der da nicht irgendwie sich was zu Schulden kommen lässt. Und dementsprechend hat er sich auch gar nicht beklagt. Es ging einfach weiter. Es war ein normaler Zweikampf unter Männern. Und der Assistent hat eine Idee gehabt und hat die Fahne gut. So muss man sagen. Ich möchte dem Gästetrainer das hinzufügen. Es wurde alles gesagt. So. Gibt es noch mehr Klärungsbedarf hinsichtlich dieses Spiels? Wie viele Zuschauer waren heute? Ja, man leider. Das ist die große Frage, die wir uns an der Stelle haben, die aber später beantwortet werden. Gut. Dann würde ich diesen Part erstmal beschließen mit dem Hinweis auf das nächste Auswärtsspiel. Es wurde gerade schon angesprochen. Sonntag in einer Woche geht es nach Stendal. Da waren wir auch schon lange nicht mehr. Sonntag 14 Uhr. Mannschaft freut sich über Unterstützung und wir drücken natürlich die Daumen. Bedanken uns bei beiden Trainern und haben jetzt noch auf dem Programm den letzten kleinen Punkt, traditionell die Verlosung der Werbebande an die Mitglieder des Wirtschaftsclubs. Ist denn jetzt schon festgelegt worden, wer zieht? Dann kann man auch nach der gleich entlassen oder wenn man zur Mannschaft möchte. Bedanken wir uns schon mal bei Jeffrey Seif. Ja?